Wir sind wieder am sogenannten Schönungsteich, wo ich mein erstes Video beendet habe. Stromabwärts gibt es eine kleine Staustufe, wo das inzwischen von einigen Schwemmstoffen befreite Wasser hinunterprasselt, auf dem Weg zum nächsten Wehr. Das liegt aber schon außerhalb von Wien, nördlich von Gerersdorf. Die Brücken über den Kanal sind offenbar einheitlich gestaltet. Alles Stahlbogenbrücken, zumindest im Wiener Stadtgebiet. Wir haben Anfang August und die wirkliche Erntezeit ist aus unserer Sicht noch nicht gekommen. Aber das Angebot ist beeindruckend. Eine Art Schlaraffenland, vor allem für Vögel und Insekten. Was da an den Zweigen hängt, das kenne ich erst seit einem Monat. Das sind Rosengallen, verursacht von der gemeinen Rosengallwespe. Hier der sogenannte Schädling. Und hier sieht man, wie die Larven herauskriechen. Das ist eine Bienenkugeldistel, besonders beliebt bei Bienen, daher auch der Name. Aber nicht nur, hier nuckelt ein großes Ochsenauge. Bienenfutter gibt's reichlich. Jetzt aber zu einem der beiden Highlights des Nachmittags, zumindest aus meiner Sicht. Wenn Sie diesen Baum erkennen, sind Sie gut. Ich war völlig ratlos. Vor allem wegen der Früchte. Vielleicht etwas Exotisches oder gar ein invasiver Neophyt wie der Götterbaum. Ist aber ein prächtiges Exemplar. Aber zurück zum Rätselbaum. Die Lösung, das ist ein Speierling, 2008 Baum des Jahres in Österreich. Ganz selten. Nur ca. 500 Altbäume in ganz Ostösterreich heißt es. Zurück zum Machfeldkanal und zum zweiten Highlight. Wir sind nun schon fast bei der Brünner Straße und in diesem Abschnitt leben Biber. Der sieht ziemlich groß aus. Aber 100 Meter Kanal aufwärts gibt's andere. Ma
Manche Leute hier glauben, das wären kanadische Biber und daher besonders stark und aggressiv. Mitnichten. Alles Europäische. Wie auch immer, die Biber sind nicht unbedingt beliebt. Sie zerstören Obstbäume und wie mir eine Anrainerin erzählt, haben sie auch sonst einiges am Kerbholz. Ein Yorkshire Terrier erledigt, ein Schäferhund schwer verletzt. Könnte ein Pärchen sein, aber sicher bin ich mir nicht. Das war meine heutige Endstation, ca. Kilometer 9, Blickkanal aufwärts. Und wir sind noch immer in Wien. Noch ein Blick auf die alte Donau.